Also so schauen die aus. Die nächste. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ziehen endlich die Vampirkrabben in das Paludarium hier ein. Ich habe das ganze Paludarium vor circa einem halben Jahr schon gestartet, also hat jetzt echt länger gedauert als gedacht. Aber irgendwie hat es noch nicht ergeben, aber jetzt ist es eigentlich soweit und ich habe hier endlich die kleinen Vampirkrabben. Also ich habe da schon echt lange Lust drauf gehabt, da welche zu halten. Und jetzt sind sie endlich hier und können in das Paludarium einziehen. Bevor ich die Vampirkrabben jetzt in das Paludarium einsetze und sie euch genauer zeige, möchte ich euch noch ein bisschen was über den Aufbau von dem Paludarium erklären. Ich habe das Ganze gefilmt, als ich das eingerichtet habe. Es sind so ein, zwei Sachen, die ich jetzt anders machen würde, wo ich einen kleinen Fehler gemacht habe, die zeige ich euch nachher noch. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das Glas selbst, also das Terrarium selbst, ist ein Doa Neoglas Baluda, heißt das, glaube ich. Also es gibt ja einmal das Baluda-System von Doa, was so eine bewässerte Wand hat. Und das hier ist eigentlich das leere Glas. Leider gibt es die bei uns nicht mehr zu kaufen. Also echt schade, sind richtig coole Gläser. Schauen sehr, sehr nice aus. Also die Türen hier sind sehr minimalistisch. Es ist auch nur ein ganz kleiner Spalt. Und das hier habe ich günstiger bekommen, weil eine Scheibe kaputt war. Deshalb ist jetzt auch eine Scheibe aus Floatglas, also diese hier. Und diese hier ist aus Weißglas, so wie der Rest vom Terrarium ist aus Weißglas. Aber man muss schon sagen, bei so einem dünnen Glas fällt das fast gar nicht auf. Also wirklich, wenn man es weiß und dann die Scheiben genau beide anschaut, dann sieht man es. Aber sonst eigentlich nicht. Also ist es vielleicht gar nicht unbedingt nötig, dass die Scheiben hier aus Weißglas sind. Aber wenn man so die Kanten anschaut, sind hier halt viel größere Phasen auf dem Glas als bei dem anderen Glas hier. Das macht auch noch einen großen Unterschied. Also allein die Kanten selbst, auch so die Ecke, ist halt bei den Originalscheiben von Doa, wie man es halt von ADA auch kennt, um einiges schöner. Aber das ist halt wirklich nur minimal und fällt so gut wie gar nicht auf. Aber der Rest ist halt auch richtig gut verarbeitet. Man hat hier oben zwei so Glasscheiben und hinten so Schlitze für Kabel, die habe ich auch alle so gut es geht halt auch zugemacht, dass die Tiere nicht rauskommen. Über die Haltung von Vampirkrabben habe ich relativ viel unterschiedliche Sachen gefunden, auch was die Terrariumgröße angeht. Also es fängt an teilweise von 40 cm für eine Dreiergruppe bis hin teilweise, das steht für eine Dreiergruppe 80 cm. Aber teilweise steht dann auch wieder bei einem 60 x 30 cm Terrarium so eine 5 bis 7er Gruppe. Deshalb war ich mir da ein bisschen unsicher, wie ich das so machen soll. Ich habe jetzt hier erstmal 4 Stück, aber schreib mir gerne mal in die Kommentare, wenn du dich besser mit Vampirkrabben auskennst, was du so meinst, was die Größe angeht. Zum Aufbau selbst, die Vampirkrabben brauchen einen kleinen Wasserteil und einen größeren Landteil. Also hier habe ich es auch so gemacht, hier ist der Großteil Land, hier hinten kommen sie auch in die Ecken hinten rein, also hinter den Steinen hier ist auch ein bisschen Platz. Und hier vorne habe ich so eine Ecke mit Wasser gemacht. Das Ganze ist mit einem Wasserfall bewässert, dafür habe ich hinten in der Ecke eine Pumpe und ich wollte nicht einfach so im Hardscape einbauen, deshalb habe ich hinten so einen Kasten aus Hartschaumplatten gebaut, sodass ich die Pumpe jederzeit rausnehmen kann, wenn sie schmutzig wird und reinigen kann, sodass das immer funktioniert. Da habe ich einfach unten so Löcher reingeschnitten und die mit Fliegengitter zugemacht, damit kein grober Schmutz oder nichts reinkommt. Und dann habe ich das Ganze mit Aquariumsilikon zusammengeklebt, also in die Ecke reingeklebt und auch die Platten selbst. Dann habe ich vor den Öffnungen noch Filtermatten reingegeben, damit wirklich gar kein Schmutz oder so durch kann und sich das nicht zusetzt im Idealfall. Das ist natürlich so eine Sache, wo man nicht weiß, wie lange das funktioniert. Also es könnte sein, dass in 3-4 Jahren das Ganze sich mal zusetzt. Da muss man dann schauen, was man da macht, ob man das dann neu macht. Ich kenne mich ja selbst auch so ein bisschen, also ich weiß, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie 5 oder 10 Jahre genauso stehen wird, sondern dass ich dann irgendwas Neues mache. Vielleicht ein größeres Terrarium für die Vampirkrabbenbau, je nachdem, was sich so ergibt. Beim Wasserteil ist noch wichtig, dass das zum einen gefiltert ist oder man den regelmäßig austauscht. Also man kann das Ganze auch mit einer Wasserschale lösen. Da muss man das aber regelmäßig reinigen und das ist schon mit der Zeit relativ nervig. Deshalb finde ich so wie hier so ein Paludarium, wo halt der ganze Aufbau hier hinten als Filter auch dient, um einiges besser. Dann ist auch wichtig, dass die Vampirkrabben rauskrabbeln können, also dass es nicht steile Kanten sind, sondern flach ins Wasser übergeht. Die können schon eine lange Zeit unter Wasser sein, sind aber zum größten Teil über Wasser und sollten halt leicht aus dem Wasser rauskommen können. Zum restlichen Aufbau, ich habe dann unten auch noch eine Filtermatte benutzt,
Das ist zum einen auch gut, weil es dann leichter wird, also wenn man das Ganze mit irgendwie Steinen vollfüllt, wird das ganze Teil immer schwerer und das ist natürlich auch immer so eine Sache. Den Wasserteil habe ich mit einer Mauer aus Lavasteinen abgegrenzt, die halt wie gesagt flach ins Wasser gehen, sodass die Vampirkrabben da gut rauskrabbeln können. Und im restlichen Bereich habe ich dann Aquariumsäul benutzt, einfach damit die Pflanzen gut wachsen können. Bei der Rückwand habe ich mich für Shashim-Platten und so Shashim-Baumstämmen entschieden, weil die gut das Wasser speichern und da gut Pflanzen drauf wachsen können. Da habe ich einfach die ganze Rückwand zugeklebt, also auch mit dem Silikon oder auch mit dem AK-Polyclue, den habe ich da auch zum Teil verwendet, den Unterwasserkleber, der funktioniert da auch richtig gut. Damit habe ich die auf die Rückwand geklebt und hier auf den Seiten habe ich auch eine Naht gezogen, damit die Vampirkrabben nicht hinter die Rückwand können. Den Wasserfallaufbau habe ich mit einem Stück Driftwood gemacht, also ein großer Lavastein und ein Stück Driftwood, der hier so runter geht. Die Pumpe ist eine Aqua-L-Pad Mini-Filter, also die sind richtig praktisch, relativ günstig. Und der sitzt hinten unten drinnen mit einem Schlauch nach oben. Da ist einfach oben ein Loch, wo der Schlauch durchkommt und der pumpt das Wasser halt einfach raus und das Wasser fließt dann über die Wurzel hier nach unten. Und da habe ich es dann so gemacht, weil das Wasser relativ schnell geflossen ist und relativ rausgespritzt ist aus dem Schlauch, habe ich dann einfach ein Stück kleineres Schlauch in den Schlauch reingesteckt, damit der Auslass einfach ein bisschen kleiner ist und das Wasser nicht mehr so direkt rauskommt, sondern ein bisschen aufgeteilt. Man kann das auch mit Moos lösen. In dem Fall hat das ganz gut mit dem einen Schlauch funktioniert. Und dann habe ich noch das Hykrolon drüber gelegt, dass das Wasser auch nach drüben geleitet wird. Und dann habe ich auch noch so einen dünnen Silikonschlauch darüber gelegt, dass er auch hier drüben Wasser fließt, also dass hinten der Bereich auch nass wird. Das habe ich später erst gemacht, weil ich gemerkt habe, ja, hier ist alles nass, aber hier ist alles trocken. Und deshalb ist ja auch noch ein Schlauch, der in den anderen Schlauch reingesteckt ist und dadurch das Wasser rüberfließt, also dass halt alles gut bewässert ist. Und bei dem Wasserfall habe ich auch den größten Fehler gemacht, also das ist mir nachher dann erst aufgefallen, dass ich alles schon fertig hatte. Und zwar hat das Ganze ziemlich geplätschert und das ist immer noch ein bisschen. Also die Wurzel geht ja hier bis so 10-15 cm über dem Boden nach rechts und dann fließt das Wasser natürlich irgendwo hin und das Wasser fließt nach unten. Ich habe das dann so gelöst, dass ich hier zum Beispiel ein Stück Terraline reingesteckt habe, damit das Wasser einfach runterfließt. Und hinten habe ich noch ein Stück Wurzel reingelegt, dass das Wasser entlang der Wurzel nach unten fließt und nicht mehr tropft. Jetzt sind wieder ein, zwei Stellen, wo ein bisschen Wasser tropft. So schlimm finde ich das aber auch nicht, weil das fährt man fast nicht. Das einzige bisschen nervige ist, dass hier immer wieder Wassertropfen sind, die man wegwischen muss. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen Moos hingelegt, damit sich das ein bisschen besser verteilt und dann nicht mehr so spritzt. Zum Wasserteil selbst, jetzt ist der Wasserstand ein bisschen niedrig, also ein bisschen mehr kann ich da noch anfüllen. Und somit hatte ich auch den Hauptteil vom Hardscape schon aufgebaut. Ich habe noch überall so ein paar kleine Lavasteine verteilt. Hier ist eine Lotusblüte, so eine getrocknete, schaut ganz gut aus. Und noch ein paar so kleine Wurzeln habe ich auch noch überall reingelegt. Die schauen auch noch ganz gut aus. Dann ging es ans Bepflanzen. Ich habe dann das ganze Teil erstmal ein paar Tage oder Wochen, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, laufen lassen, damit es mal anfängt zu schimmeln. Damit dann der ganze Schimmel weg ist, wenn ich das Ganze bepflanzen will, weil es ist immer schlecht, wenn das Ganze schimmelt und Pflanzen frisch reingesetzt werden, ist oft so, dass die Pflanzen dann absterben. Zur Bepflanzung selbst, ich bin mir nicht mehr sicher, was ich so gefilmt habe beim Einpflanzen. Deshalb zeige ich die euch jetzt, wie sie jetzt gewachsen sind. Ich habe hier einmal überall Moos aufgerieben. Das ist hier das Korallenmoos. Hier ist auch noch irgendein anderes Moos, glaube ich, dazwischen, aber hauptsächlich ist hier überall das Korallenmoos. Hier hinten ist noch irgendein anderes Moos, ich weiß nicht, ob das irgendein Laubmoos ist. Ich weiß nicht, ob das irgendein Christmasmoos oder so ist, oder hier ist auch noch ein bisschen Moos. Und so hier ist auch noch Korallenmoos, hier hinten auf den Stein, das sieht man fast nicht so. Aber hier ist überall ein bisschen Korallenmoos, was ich einfach genommen habe. Zum Beispiel hier so ein Polster davon und dann hier aufgerieben habe. Also das kann man einfach dann aufreiben. Und dann wächst es schön an, also jetzt hier zum Beispiel, einfach hier so dran reiben und dann wächst es langsam schön hier voll mit Moos, was richtig gut ausschaut. Ansonsten habe ich hier ein paar Bromelien, hier einmal eine und hier auch noch eine. Hier sind auch schon ein paar Kindel, die hier wachsen, hier unten auch schon einer hin. Und hier, das ist glaube ich so eine Erdbromelie, bin mir nicht sicher, die hatte ich auch noch irgendwo übrig und habe sie dann hier eingesetzt. Dann habe ich hier den Ficus, ein Eichenlaubficus, den finde ich richtig cool, die Rangpflanze, der ist hier, dann ist er hier auch nochmal und da hinten ist er auch noch. Dann habe ich hier einen Anthurium, wo ich schauen muss, ob der nicht zu groß wird. Hier ist auch ein Blatt, was mittlerweile alt ist, aber nicht so schlimm, hier ist auch ein neues.
Da muss ich mal schauen, ob der hier drinnen bleiben kann. Aber da ist schon richtig schöne Wurzeln gebildet, hier hinten. Dann habe ich hier hinten eine Selaginella, so eine Little Tree Variante heißt die, glaube ich, die so längere Stiele hat. Die ist hier ganz unten gepflanzt und wächst hier nach oben. Hoffentlich wird er noch ein bisschen länger. Dann habe ich hier hinten auch noch so einen kleinen Farn. Dann habe ich hier übergangsmäßig so einen Geweihfarn. Also mal schauen, wird auch, denke ich, zu groß werden, wird dann auch ausgetauscht. Aber erstmal übergangsmäßig passt er hier ganz gut. Dann habe ich hier auch noch so einen Kletterfarn, der hier wächst. Ist auch noch eine coole Pflanze, gefällt mir sehr. Dann habe ich noch ein paar Orchideen, also hier einmal eine, hier noch eine andere, was ich auch in einem anderen Terrarium hatte. Und hier ist nochmal dieselbe wie hier drüben. Die ist hier auch nochmal. Hier ist noch Solanum, glaube ich, war das, die Pflanze hier. Und hier kann man es ganz klein sehen. Hier ist auch noch eine Selaginella, die nicht mehr so gut ausschaut. Die ist mir woanders vertrocknet und habe ich erstmal hier reingelegt. Mal schauen, ob die noch was wird. Ansonsten, hier hatte ich eigentlich geplant, HCC zu pflanzen. Das will noch nicht so richtig, wie man hier sehen kann. Also, das will irgendwie nicht so. Hier sind überall ein paar Schnecken, die hier raufgekrabbelt sind und dann vertrocknet sind. Lasse ich einfach hier drinnen. Ist nicht so schlimm, die bleiben hier einfach. Und hier ist auch noch ein Ficus. Ich glaube, Punktata heißt er, weil er hier so gepunktet ist auf der Rückseite, wenn ich mich richtig erinnere. Auch ein ganz cooler Ficus hatte ich auch woanders und auch erstmal hier ein kleiner Ableger rein. Und der ist auch schon gut gewachsen. Also das ist so mit der Bepflanzung. Ansonsten hier das ganze System, hier läuft das Wasser runter. Hier hinten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist die Kammer mit der Pumpe. Da kommt man von hier aus rein, den Deckel kann man hier runternehmen. Dann kann man hier zur Pumpe rein, hier hinten ist alles bis oben zu, da kommen die Krabben hoffentlich nicht raus. Also ist eigentlich schon sehr, sehr dicht, also hier auch, das sollte passen. Ich werde es auf jeden Fall die ersten Tage sehr im Auge behalten, inwiefern die hier rauf wollen. Und hier auch, da muss ich auch noch einen Deckel drauf geben, damit die nicht rauskommen, aber da habe ich hier einen Deckel. Okay, dann ist es soweit, also hier sind jetzt die Vampirkrabben. Ich hole die mal langsam raus. Hier. Also so schauen die aus. Also richtig cool. Und auch wenn die so über die Hand krabbeln. Also so schauen die aus. Fühlt sich richtig komisch an. Also ganz leicht, wie sie so über die Hand krabbeln. Aber gefallen mir sehr gut. Dann setzen wir die gleich mal an. Okay. Hier ist auch schon die nächste, die raus will. Okay, hier ist schon die nächste, die will gleich rein. Und geht gleich nach hinten. Da lassen wir die natürlich, dass die halt keinen Stress haben jetzt. Hier die nächste, auch gleich rein ins Terrarium. Okay, hier die ist, glaube ich, am kleinsten. Aber ja, setzen wir auch gleich rein. So, also hier verstecken sie sich gleich, müssen sich jetzt erstmal eingewöhnen. Aber ich finde die richtig cool. Ich weiß, dass man die wahrscheinlich nicht so viel sehen wird. Jetzt ist auch gerade das Licht ausgegangen. Ich weiß gar nicht, seit wann, ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich ja hier das Kameralicht habe. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann sind sie jetzt gleich im Dunkeln und können sich langsam eingewöhnen. Ist auch ganz gut, wenn die jetzt gleich Ruhe haben. Ich habe hier noch so Sepia-Schalenbruch. Da habe ich auch gelesen, dass das ganz gut ist für die. Da kommt jetzt ein bisschen was rein. Ich glaube jetzt nicht das Ganze, was ich hier habe. Also ich streue mal ein bisschen was rein. Und schaue, dass ich das auch so ein bisschen kleiner mache. Und ich lege das, ich glaube, ich lege das einfach hier hinten rein. So, dass man es halt nicht unbedingt sieht, aber die Vampirkrabben was davon abbekommen. So, machen wir hier zu und lassen sie erstmal in Ruhe. Im Terrarium selbst habe ich auch Springschwänze und Asseln eingesetzt. Das dient auch gleich so ein bisschen als Futter für die Tiere. Ansonsten gibt es auch noch anderes Krabbenfutter. Aber generell, wenn ihr euch jetzt auch Vampirkrabben holen wollt, dann informiert euch lieber noch ein bisschen mehr. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie auch in die Kommentare. Ich möchte euch jetzt nicht einfach irgendwas vortragen, was ich aus dem Internet rausgesucht habe, wie man die jetzt am besten hält, weil ich es einfach auch noch nicht genau weiß. Also ich habe mich zwar informiert, was wichtig ist für die Tiere, aber natürlich habe ich noch keine Erfahrung damit. Deshalb möchte ich euch da noch nicht irgendwie sagen, ihr braucht jetzt das unbedingt oder ihr braucht das. Wenn ihr welche haben wollt, informiert euch, fragt Leute, vielleicht gibt es bei mir irgendwann noch mehr Videos zu den Vampirkrabben, wenn ich sie eine Zeit lang habe und auch ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt habe. Aber ich finde es jetzt richtig cool, dass hier endlich Tiere in dem Terrarium drin sind. Das hat jetzt echt lang gedauert und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was so passiert. Und in den nächsten Videos wird es immer wieder mal vorkommen, dass ich euch das Terrarium zeige und auch die Tiere in die Alpha, wenn ich sie sehe. Also auf jeden Fall Kanal abonnieren und dann bis zum nächsten Mal.